Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games dieser Welt und heute ist dran der Last Ninja. Controller ist bereit und ich bin es auch. Schnappt euch was zum Trinken und ich sage mal, los geht's. Ich kenne das Spiel wie so oft noch nicht und lerne es mit euch zusammen kennen. Der Last Ninja am Cover steht der Game of the Year. Schlechtestes Game des Jahres, oder was? Mal schauen. Vielleicht ist es ja ganz gut. Oder vielleicht ist es einfach nur Marketing, bla. So, dann New Game, ja bitte. Wir waren am Central Park. Sehr gut. Und da kann man was einsammeln, ja. Was ist das? Was liegt hier am Boden? Also ISO. Perspektive am NES ist schon mal mutig. Ich kann haben mit der Hand, kaum mit dem Fuß. Ich kann Select drücken, bringt nichts. Und ich kann Start drücken, das ist einfach nur Pause. Okay. Ich kann das nicht aufsammeln hier. Ich kann irgendwie hüpfen. Kann ich da runter hüpfen? So, ha, ja, ha, ha, ha. Ja. So, da. Oh, gut, schauen wir mal weiter da. Warte mal. Oh, der schenkt mir ganz schön ein, aber ich schenke ihm stärker ein. Ich will jetzt noch ein bisschen treten, aber der liegt da am Boden verletzt. Hey, da steht ja wieder auf. Soll es nicht aufstehen? Kann ich irgendwie blocken auch? Nicht wirklich. Was ist das? Aha, jetzt habe ich gedrückt und jetzt? Kann ich darüber gedrücken? Na, muss ich da runter gehen? Nein, auch nicht. Jetzt wieder zurückgehen. Ist so mit Backtracking. Ah ja, jetzt ist hier die Falltür offen. Jetzt kann ich da rein. Oh ja. Aha, da kann ich den Schlüssel checken. Wie kriege ich den Schlüssel? Das ist die Frage. Aha, ich weiß nicht genau, wie ich es gemacht habe. Aber ich habe einen Schlüssel bekommen. Was haben wir da Schönes? Weiß noch nicht. Die Steuerung funktioniert eigentlich ganz gut. Grafik schaut auch nicht so schlecht aus. Ah nein, jetzt bin ich wieder oben. Das will ich ja gar nicht. Jetzt muss ich den wieder prügeln gehen. Der ist jetzt sicher wieder aufgewacht. Nein, der ist immer noch tot. Oder wieder runter. Ich mag den Soundtrack, Leute. Halt, ihr könnt mich verrückt halten, aber ich mag den Soundtrack. Ich finde es irgendwie cool. Ich versuche mal darüber zu gehen. Aha. Also ich glaube, das war zum Programmieren kein Spaß. Ich glaube, das war zum Programmieren richtig viel Aufwand. Also sowas am NES hinzukriegen. Puh, 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 puh. Respekt. Ich kämpfe jetzt ein bisschen öde. Ich mal auf der Parkbank. Nein, geht nicht. Komm. Boah, wir schießen mit Wurfsternen. So, da gibt es irgendwas für 25 Cent. Schießt auch mit Wurfsternen. Ja, wie geht's euch eigentlich allen? Gibt es gleich was mit dem Fuß? Da. Wurfsterne schießen auf mich. Das ist die feine englische Art? Wohl kaum. So, ich kann hier nichts kaufen. Ah, der hat mich jetzt mit dem Wurfstein getroffen. Jetzt, wenn ich den einfach in Ruhe lasse und weitergehe. Bitte, das ist ein Klo. Muss man für große Ninjas. geht nicht. Gut, dann verprügel ich dich einfach hier mal.
Irgendwie, wie kann ich ausweichen? Ich weiß es nicht. Das hat so gar nichts Ninja-artiges, dieser Kampf irgendwie. Kann ich da mal für große Ninja-Frauen gehen? Auch nicht. Okay. Geh hier einfach mal weg. Nein, ich will hier weg. Ich will hier weggehen. Hör auf mich zu verprügeln, bitte. Hör auf mich zu verprügeln, bitte. Oh, danke. Okay, gehen wir da mal runter. Da ist schon wieder so ein Punk. Will mich auch schon wieder verprügeln. Noch einmal mit Fuß. So, sehr gut. Ich fülle die Power auch immer wieder auf. Okay. Schauen wir mal darüber. Da ist schon wieder ein Klo. Hat es denn hier auf sich mit diesen ganzen Klos? Ich will da einfach nur runtergehen. Der hat Nunchucks, der Junge da. Kann ich da die Nunchucks einsammeln da? Ja, der Wurfstern ist doch am Boden da. Was ist das? Das ist einfach nur Dreck. Ich glaube, es ist einfach nur Dreck. Okay, dann bin ich da wieder. Komme ich da wieder zurück, oder? Dann muss ich da runtergehen mal versuchen. Ah, hat er mich erwischt. Okay. Ja. Ich glaube, dass die technische Umsetzung richtig ein Problem war bei dem Game, also es ist eine richtig große Leistung gewahr. Aber das Gameplay, naja. Das Gameplay ist irgendwie nicht so der Hit. Das hat mich da zweimal fertig gemacht, der Nunchuck-Junge. Nunchuck-Junge, geh weg. Ich krieg's jetzt mit Fuß, einmal Watsche, Fuß, Fuß, tot. Tschüss. Geht er weiter. Oh, sind das Creepy Clown, super Creepy Clown. Schießt auf mich. Kann ich den verprügeln? Nein, er hat mich verprügelt. Letztes Leben. Nein! Wie soll ich da ausweichen? Einfach, haha. Ach, dann mit Ninja-Sprüngen weiche ich aus. Haha. Aha, da ich einen gefunden. Eine Landkarte. Kann ich da rein? Nein. Kann ich die Landkarte verwenden mit Start oder mit Select oder mit A oder mit B oder mit beiden gleichzeitig? Nö. Müsste weiter runter gehen? Auch nicht. Hm. Ah, Game Over. The Last Ninja. Naja. Also ja, ich erkenne es schon an. Also technisch ist es sicherlich ein Meisterwerk, das hinzukriegen. Aber das bringt halt alles leider nichts, wenn das Game Schrott ist. Also wenn das Gameplay nicht passt, und das passt irgendwie nicht. Der Fred ist Nummer 1 und ich bin Nummer 2. Okay. Nein, Nummer 5, okay. Was geben wir denn da ein? Ein 6 oder ein 4er, oder? Drops, das war ein 5er, ich will ein 4er, komm an. Was ist das für eine bescheidene Steuerung? Oder Ende. Drop 644, eigentlich 64, na egal. Sei es wie sei, raus da möchte ich. Du Lost Ninja! Das Startbildschirm ist auch irgendwie seltsam, oder? Da kann ich ein altes noch weitermachen. Ja, ich lasse das jetzt mal. The Last Ninja. Respekt vor der Programmiertechnik. Aber Gameplay ist auch wichtig. Ich würde sagen, wichtiger als alles andere. Nichts über Gameplay. Wenn kein Gameplay da ist, ist alles Schrott, egal wie cool der Rest ist. Tja, was soll ich sagen? Was schreibt mir da?
Ich hoffe, die Aufnahme hat jetzt funktioniert. Meine Aufnahmesoftware sagt mir irgendwas. Egal. Ich mache mal einfach einen Abschluss und hoffe, die Aufnahme hat funktioniert. Wenn ihr das sehen könnt, dann hat die Aufnahme funktioniert. Wenn nicht, muss ich das Ganze nochmal spielen. Gut. Gibt Schlimmeres. Daumen hoch, dann freue ich mich. Kommentare da lassen, wenn ihr irgendwas dazu zu sagen habt. So Last, The Last Ninja, insbesondere zum technischen Teil. Falls ihr da irgendwelche Background-Infos habt, bitte immer gerne rein in die Kommentare. Ich lese mir das gerne durch und diskutiere auch immer gerne mit. Ansonsten da drüben könnt ihr gleich weiterschauen. Jede Menge NES-Games habe ich schon gezockt. 300, über 300. Und ansonsten abonnieren, Leute. Wir abonnieren, gibt es jeden Tag ein neues NES wieder in eurer Postfach. Also ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.